Willkommen zurück bei Heyplay. Wir machen heute ein lustiges kleines Minispiel, sag ich jetzt mal, und zwar Wiki-Battle. Ihr kennt es vielleicht von anderen YouTubern, Let's Tario und so, die haben das mal gemacht. Wir fanden es ganz lustig, oder ich zumindest, ich habe die anderen überzeugt. Und ja, mit dabei ist Matu. Er wird halt, Hallo. er, ja, hi. Er wird gegen mich sozusagen battlen. Und Orgnik wird uns halt die Begriffe vorgeben, die wir suchen müssen. Das Spielprinzip ist, wir geben in der Startzeile, die ich hier vor mir habe, den ersten Begriff ein und müssen dann über Hyperlinks zum anderen Begriff kommen, den sich Orgnik ausgedacht hat. Und ich würde sagen, das ist so ziemlich das Gröbste oder so das allgemeine Spielprinzip und ich finde, wir können starten, oder? Jo, Machen wir beide also das gut. gleiche Wort jetzt oder Ja, machen wir? wir machen dasselbe und wer das zuerst erreicht, gewinnt. Gut, ich habe ein paar schwierigere, ein paar leichtere und vor allem ziemlich sinnlose Sachen. Fang mal mit einem leichten an, das war ein Einstecker. Okay, Okay. ich fange einfach random mit einem an. Der erste Begriff ist Hamburg und ihr müsst versuchen, also die Stadt Hamburg, ja, und ihr müsst Ja. versuchen, zum Freitag, also dem Wochentag, zu kommen. Okay. Oh, das ist schwer. Lass mich kurz überlegen, wie könnte man da hinkommen, Alter? Ja, ich bin jetzt schon auf Hamburg drauf. Ja, ich auch. Okay, Niklas sagt, wann es losgeht. Und bitte. Okay. Steuerung F dürfen wir nicht benutzen, ne? Nein. Boah. Alter, WTF. Ja, richtig übel. Okay, wenn er das nicht hinbekommt, solltet, können wir gerne das nächste nehmen. Oh, Nee, nee, geht. Monat. Oh, cool. Das könnte hier gut werden. Mann, wieso ist hier kein Hyperlink? Mann, hier sind doch schon die ganzen Monate. Es gibt's ja nicht. Also hier ist es ja eigentlich immer ziemlich praktisch, wenn man sich so irgendwie kurz bevor man anfängt rumzusuchen nach Begriffen, sich Ja. so einen Leitfaden zu suchen, wo man hin will und dann. Ja, keine Ahnung. Wir brauchen jetzt ja irgendwas, was mit Zeit zu tun hat. Irgendwie was, wo sich finden hier. Was irgendwas mit Zeit Ja, zu tun. ich weiß, es ist krank. Oh Mann. Ach du Oh, wie groß Kacke. ist denn diese Wikipedia-Seite? Die ist riesig, ich scroll die ganze Zeit rum. Ich auch. Alter. Ja, Jahreszahlen bringen uns hier auch nicht wirklich weiter. Nee, nicht Auf wirklich, ne? Freitag wollen wir kommen, ja? Auf Freitag, ja. Einfach mal irgendwie weiterklicken und hoffen, dass man Ja. da. Einfach durch, einfach durch. Alter. Mann, jetzt bin ich wieder da, wo ich war. Ah. Ja, doch. Geil, geil, geil. Bin fast da. Ja, denke ich auch gerade und jetzt ist hier gar nichts. Doch, doch. Mann, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Tag der Freya. Freitag. Freitag kann ich nicht anklicken. Sicher, dass es es gibt als. Es gibt es, ich habe alle getestet, es sind alles Wikipedia-Einträge. Ach du Scheiße. Scheiße. Und ich habe auch von Hamburg aus Freitag gefunden, also Ja, sucht bei er nicht. Frick bin ich jetzt hier. Hä? Wie bist du da hingekommen? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich bin bei Krebserkrankung. Ich bin bei Wochentag. Ich bin bei Wochentag, bei der Seite Wochentag, aber ich find's nicht. Ich bin einfach bei Krebserkrankung. Okay, ich gehe wieder zurück. Hier, Sonnabend. Sonnabend finde ich. Samstag, Sonnabend. Mittwoch gibt's. Oh, nee, das gibt's ja nicht. Steht hier irgendwie, kommt vor dem Freitag oder so? Erster Tag der Woche. Mann, nee, ja, ach, scheiß drauf. Werktag. Samstag ist ein Werktag. Ja. Montag bis Freitag. Ja, bin da, ich bin da, ich Ah, hab's. scheiße, nee, ich war nicht mal ansatzweise. Okay, gut. Okay. Dann das nächste. Also, es sind ziemlich sinnlose Sachen. Okay, das nächste Scheiße, ich nehmen. hab's zugemacht. Nein, jetzt sieht man hier die Pornoseite. Scheiße, schnell wieder Ja, öffnen. ich bin jetzt über Zeitung hingekommen und hab gedacht, dass es Wochenzeitung irgendwie gibt. Nee, ich bin. Da gab's so ein kleines D auf der Hamburg-Webseite, da wo die Wetterlagen standen. Ja, ich Und da hab gab's so ein dort. ganz kleines D, das war ein Hyperlink. Ich bin rübergefahren und Na, ich hab die Zeit dort. Dort stand irgendwo die Zeit. Das war ein Hyperlink und das habe ich angeklickt. Und dann kam ich auf Zeitung und dann wollte ich eigentlich weiter über ARD und so und dann Wochentage. Aber habe ich irgendwie nicht ganz so hinbekommen. Ah, das war aber schwer. Ja, das war richtig schwer. Aber man kommt hin. Ja. Okay, sag mal das nächste. Okay, das nächste ist aktuell der DFB-Pokal und ihr müsst versuchen, zum Papst zu kommen. WTF.
Ja, ich kann nicht mal DFB schreiben. Ich muss erst reden. DFB-Pokal. Einfach nur Ah. DFB-Pokal. DFB-Pokal, ja, genau. Okay, das habe ich. Wohin sollen wir kommen? Zum Papst. Also, ich werde beides gelten lassen, entweder Papst oder Papst Franziskus. Das würde ich beides zulassen. Okay, Oh, warte. Scheiße. Einmal kurz Mann, das überlegen. ist richtig. Ich habe gar keinen Plan jetzt. Ja, okay, kann losgehen, meiner Meinung nach. Kann's losgehen? Also, okay, dann los. Gut, ach, scheiß Dreck. Okay. Es geht's nicht. München, ja. Also ich denke, hier würde sich anbieten, vielleicht irgendwie über Staaten zu gehen, weil DFB-Pokal, da kommt man bestimmt irgendwie auf Deutschland. Ich bin jetzt bei Bayern gerade. Nee, bei Bayern, ich will irgendwie über Na, ich bin bei Europa. Ja, da kannst du Volksfeste. bestimmt. Volksfest ist schon mal gut. Christentum? Das hier ist gut, das ist gut. Warte. Das. Saarland rechts steht? Gibt's nicht. Reformation, raus da. Ita. Katholisch. Nein. Scheiße. Römisch-katholische Kirche, christliche Kirche. Oh, ficken. Hier muss es doch einen Papst geben. Von Rom unabhängige Kirchen. Nein, hier sind nur die Kirchen, hier sind nicht die Päpste. Ach Gott. Ich bin zu dumm, das zu finden. Ich bin zu dumm. Ja, ich auch gerade. Ich bin hier bei der katholischen Seite und Einfach so instant auf der katholischen Seite. hier Jesus Christus, Kirchspeicherung, römisch-katholische Kirche. Dann gehe ich hier auf christlich. Gibt's ja nicht. Die werden doch hier wohl einen Papst haben. Nee. Nee, den Papst gibt's nicht. Tut mir leid. Alter, scheiße. Hey, hier wird man auch wohl auf den Papst kommen. Eure Weissagung will sie gar nichts. Doch, Papst ist. Bin da. Ach Mann, Alter. Yeah, 2 zu 0, ne? 2 zu 0, ja. Ja. Alter, ich finde einfach gar nichts da. Der musste dich mal anstrengen, ne? Ja, Seit ich mach das schon. Ich 2013 bin ist der auch Typ schon bei schon drin. römisch-katholischer Kirche, aber ich finde einfach nichts. Kirsche. Kirche. Kirsche. Ach Mann. Ja, das ärgert, ist natürlich ärgerlich, ne? Wenn man von ihm abgezogen Alter, wird. du bist neutral, Junge. Beim Ja, nächsten Mal okay, nehmen wir einfach ich bleib mal Krügi, ne? neutral. Gut, Ja, eben. Beim nächsten Mal nehmen wir einfach Krügi, der ist wenigstens wirklich neutral. Aber den kann man nicht verstehen. Ja. Okay, dann nehmen wir was ziemlich Interessantes. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, Barracuda, das ist ein Fisch. Und Elisabeth II. Von England. Also. Was ist das denn? Ich kenne die ja nicht Das ist mal. die Dingens, ne? Die Ist das die Königin, ja. amtierende Königin? Die Ja. amtierende Königin. Okay, na dann. Barracuda Ah, nee, schwimmt super, ich bin ja. jetzt nicht beim Fisch, ich bin jetzt bei einem Wasserclub. Ja, ich auch. Schreibt sich mit Doppel-R. Das andere ist das, glaube ich, das Ach so. Barracuda Project. Das ist irgendwie. Hat was mit Ja, Google zu genau, ich tun. bin da. Ja, okay, ich auch. Na, So. und los geht's. Okay. Warte kurz, was? Ja, super. Ja. Scheiße. Hier angrenzende Länder. Ja, scheiße, dass Großbritannien nicht am Schwarzen Meer liegt. Ja, scheiße, dass jetzt Okay, ich irgendjemand bin jetzt hat. bei Russland. Über Russland versuche ich jetzt nach Europa zu gehen. Na, ich wurde gerade abgelenkt, aber YOLO. Europa, ich bin jetzt bei Europa. Ja, gut, das müsste locker gewinnen, weil ich einfach nicht mehr mitkommen kann. Ich bin jetzt bei Weinbergschnecke. England. So, und jetzt. Ja, bin da. Ja, Bei gut, das. Elisabeth II. Von England. Ah, gut. Ja, das konnte ich jetzt gar nicht gewinnen, weil meine Mama Ja, dazwischen okay, das war gefunkt unfair, hat. das war Das war unfair. jetzt richtig Okay, kacke. dann zählt die nicht, dann immer noch 2-0. Jo, 2-0. Wenn ich mal in Die Ruhe heißt auflegen kann. Alexandra Mary. Ja, ficken. Ja, Das. wieder immer sehr niveauvoll hier. Ja, das ist mir doch scheißegal. Ich meine, wenn man hier noch nicht mal in Ruhe aufnehmen kann. Okay, dann das nächste ist wieder ziemlich interessant, diese Kombination. Ist übrigens von Krügi. Das U-Boot und das Kaninchen. Also vom U-Boot zum Kaninchen kommen. Wie soll das denn gehen? Ja, du kriegst alles hin. Mann. Okay, seid ihr bei der U-Boot-Wikipedia-Seite? Er lädt, ja. Kai, du auch? Ja. Okay, dann los geht's. Mann.
Am Mittelmeer ist schon mal gut? Nee, aber. Ja, Zum doch. Mittelmeer Kaninchen? Ich weiß es nicht. Können die überhaupt Muss ja, schwimmen? das ist schwer, auf ein geziertes Tier zu kommen, das ist schwer. Ja. Boah. Das werde ich nicht schaffen. Okay, sagen wir es mal so, Hasen geht auch. Ja. Okay, dann irgendwie auf Ostern kommen. Irgendwie auf Ostern kommen. Ja, ich guck gerade, aber das ist übel schwer. Ja, ich will hier keine Inseln. Nein, ich bin behindert. Südeuropa. Ich will nach Deutschland gerade. Vielleicht kann man über Kirche oder so gehen. Ja, ich könnte hier Vatikanstadt, mache ich einfach mal. Hier muss ja auch irgendwie Feiertagemäßig und dann. Sitz des katholischen Dings da sein. Ah, dass wir die Steuerung F benutzen dürfen. Alter, ich hab grad keine Ahnung, ne? Ja, ich auch nicht. Schweizer Garde? Nee, das hilft mir nicht. Leute, der will die Hyperlinks doch jetzt ja wieder. Ja. Ist eine Enklave in Italien. Es gibt sich. Hier steht nicht, dass das katholisch ist. Was ist denn das? Echt? Okay, Papst Franziskus. So. Römisch-katholische Kirche, das ist schon mal besser. Ja, schön, Nee. dass du da jetzt bist, wo ich Dingens hin musste, ne? Vorhin hin musste. Ja, stimmt, das ist irgendwie schneller gegangen. So, ich bin jetzt bei Jesus Christus. Ich bin gerade Hier muss mal. irgendwas mit Sohn Gottes. Boah, wann wurde der denn Wiedergeburt? Ostertexte. Ach, Maus hängt. Ja, super, jetzt bist du gleich da. Alter, ich finde, ich komme gar nicht zurecht, ne? Hier gibt es keinen Link zu Ostern. Hier ist nur dieses Dings. Katholische Ostern. Ah, mach dir keine Sorgen. Ne, bestimmt gibt's irgendwann eine Revanche. Dann kannst du dich mal rächen bei einem anderen Wettstreit. So ein Gottes Ja, Menschensohn. bei Smash zum Beispiel. Kriegt er richtig auf die Mütze. Nee, das gibt's Ja. nicht. Du kommst hier nicht hin? Die haben hier nichts Gescheites mit Ostern. Dann geh wieder zurück. Nein. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, weil ich erst ist noch so offen. Heiligen Geist ist Pfingstereignis. Ja, ist irgendwie was anderes, aber. Ostersonntag. Weil hier stand, nach dem Ostersonntag. Ja, ich Aber bin hier ist grad. auch das Katholische. Hier steht nichts Hä, mit wie. wie komme ich denn zum norddeutschen Tiefland? Osterfest ist schon mal besser. Ja, das ist ein Ostern, bisschen hier zu ist nur das tief, ne? Katholische. Ja, ich versuche gerade irgendwie über Forschung auf Tiere zu kommen, Tierforschung, aber es hat nicht so richtig hingeklappt. Stimmt, Tierversuche werden ja auch an Kaninchen durchgeführt. Osterei. Das ist doch schon mal besser. Hühnerei? Was gegessen wird. Steht hier irgendwo, dass es als Hase vom Gott. Hasen kommt. Nee, hier ist nicht mal ein Bild vom Hasen da. Total zivilisiert unsere Welt hier. Nicht mal ein Bild von einem Osterhasen auf der Website. Ja. Landschaft. Landschaft. Mann, was bringt mir das denn? Hart gekochtes Hühnerei. Ja, gar nichts. Schokoladeneier. Gar nichts ein. Ja, hier, nee, jetzt bin ich bei Schokolade. Ja, super, ich finde gar Vielleicht nichts. könnte ich auch über der Hase und der Igel gehen, oder? Aber da muss ich Über erstmal hinkommen. Märchen oder wie? Hier, Osterhase. Osterhase zählt aber nicht, ich muss ja zu Hase. Okay, Hase bin ich. Und ich kann auch noch zum Kaninchen. Weil der Alter. Link ist hier direkt da. Wie ich einfach Oh, Alter. nirgendwo hinkomme, Mann. Weil ich überhaupt keinen Plan mehr habe, weil dieser Plan, den ich mir am Anfang immer komplett durchdenke, nie funktioniert. Ich mach das ohne Plan. Solange scrollen, bis ich was finde. Ja. Gut. Also hat Kais gefunden. Ey, ich bin bei Sein Bull. Vorhaut. Ja, ich bin bei Vorhaut. Man sieht jetzt. Nein, man sieht Penis auf meinem Bild. Das musst du zensieren, Alter. Mir doch egal. Das muss ich spätestens zensieren, wenn wir 1000 davon Rasse sind. weiße Wiener. Gut, Leute, wir sind bei 14:30 angekommen Ja, und wir machen eins machen wir noch. eins noch. Okay, ich sag euch aber, das ist richtig schwer, also da werden wir ein bisschen brauchen. Was spackt denn mit Internet Explorer rum? Ich mach den einen Tab zu und der schließt gleich alles. Deshalb benutze ich Google Chrome. Ja, Aber ich nicht benutze es mit diesem gerade. Verlauf. Ich
benutze auch gerade Google Chrome, aber es hängt sich immer wieder bei mir auf, kurzzeitig. Dieses Video ist keine Werbung für Google Chrome. Nein, nur für Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, echt geil. Ja, ne? Okay, worum geht's jetzt? Also. Okay, das nächste ist Friedrich Schiller, der berühmte deutsche Dichter, und ihr müsst zu Kernwaffen. Du meinst radioaktive Waffen. Ja, ich lasse Atombombe gelten, ich lasse auch Atomwaffen gelten. Also so mit Uranmunition und so. Ich lasse alles, was in radioaktive Richtung und Munition ist, gelten. Okay. Wie jetzt alles in Richtung Munition? Also müssen wir einfach nur mit einer Waffe kommen, oder wie? Also rein theoretisch, solange da Uran oder Kernwaffen steht oder auch Langstreckenraketen mit radioaktiv, also mit atomaren Sprengköpfen, alles gut. Okay, ich jetzt habe ich schon einen Plan, weil das haben wir ja vorhin schon gemacht. Ja, okay, dann können wir loslegen. Okay, ihr habt beide euch einen Plan gemacht und los! Erstmal Deutsche? Warum Deutsche? Ich will nach Deutschland. Das ist schlimm. Oh, schön, dass hier bei Deutsche nicht ein Ding zu Deutschland ist. Deutsche Staatsbürger, ist doch schon mal besser. Staat Bundesrepublik Deutschland, so. Die müssen doch Atomwaffen haben, definitiv. Danke, ich. Nein, wir haben keine Atomwaffen. Aber ja, es hängt gerade ein bisschen. Ah, ich will nach Europa. Dann über Russland? Über Russland nach Japan? Ist Russland in der EU? Nein. Okay, dann bin ich hier gerade falsch. Aber Europa geht auch. So eine Fake-Website. Oh, wo ist das ganz oben? Oh, wo ist Scheiße, Sowjetunion wäre irgendwie besser gewesen. Ich bin gerade bei... Warte, wie heißt das? Oh, Kernwaffe. Geil. Was, du bist da? Ja. Scheiße. Ich wäre noch bei Russland. Da kenne ich mich aus. Ja, bei Kernwaffen, da wird er ganz flink. Alter. Radio ja, ich wollte über Amerika und dann japanischer Angriff auf Hiroshima, Dings. Na, ich hab, es gibt bei Friedrich Schiller gibt's da eine Sache, da ist, wie heißt das, Militär irgendwas, Militärkaserne oder so, wo er war. Militärdienst. Und da bin ich dann rüber über Wehrtechnik, also Waffen, Wehrtechnik und dann... Ich probiere mal gerade bei Russland aus, steht da irgendwas mit dem Weltkrieg. Militärakademie stand da. Genau bei Leben. Da steht Militärakademie. Alter, wie Basti das über 4-5 ja, Stationen doch. Macht. Ja. Und dann bin ich bei, wo war das? Ja, jetzt weiß ich das. naturwissenschaftlich. Also Militärwissenschaft. Und dann bei, Wehrtechnik. Und dann dort über Wehrtechnik bin ich letztendlich zu, wo ist es, Waffen stand dort im Text, also als Hyperlink. Und bei Waffen sind es dann Kriegswaffen. Und unter dem Stichpunkt Kriegswaffen findet man dann also taktische Nuklearwaffen. Die Geburtenrate in Russland geht zurück. Die Todesrate steigt. Oh mein Gott, irgendwann gibt es keine Russen mehr. Wasserbomben, U-Boote. Lol, das ist das U-Boot. Ein letztes Finales. Ich meine, Basti kann gar nicht mehr gewinnen. Ja, ach nee, aber trotzdem, es macht Spaß. Ein letztes Finales noch. Nur noch ein lustiges, schönes für die letzten, keine Ahnung, wie viele Minuten wir schon haben. Wie hier steht, wir sind bei 18:40. 18 Minuten 40. Ja, doch, eins geht noch. Ja, okay. Oh, Atombombenabwürfe über Nagasaki. Und okay, eins habe ich noch. Jetzt, Basti braucht noch einen Ehrenpunkt. Ja, das schaffe ich nicht. Es ist auch ziemlich heikel. Okay, wir haben Bleistift und Manuel Neuer, da musst du ja hin. Also. Boah. Alter. Das ist mit das Schwerste. Hat er eine eigene Seite? Ja. Alter. Seid ihr da? Ich hab gar keine Ahnung. Okay, seid ihr bereit? Ja. Und dann erneut. Auf geht's. Oh Gott. Ja, gut, da kann ich wieder zurückgehen. Alter, WTF. Oh, ich will nach Bayern kommen. Ja, militärisch, da will ich jetzt nicht hin. Alle
Wohl nach Bayern. Ja. Ach du Kacke, Alter. Was habt ihr euch für einen Plan gemacht? Keine Ahnung, ich klicke einfach irgendwas an. Ich Ja, bin jetzt bei random irgendwo Mün lang. München gerade. Ach nee. Allianz. Man kann Allianz Arena nicht andrücken. Warum? Hä, wie kommst du Das denn wär's zu? gewesen. Wie kommst du denn zu München, Alter? Bei Bleistift bin ich irgendwie aus Deutschland oder so. Vor allem in Frankfurt wurden die produziert von Frankfurt nach Deutschland und jetzt in München. Ja, super. Oh, Sitz der NSDAP. Ist natürlich wichtig, ne? Alter, ich komme ja noch nicht mal auf Deutschland irgendwie. Der lädt auch gerade Ich glaube, der ewig. klickt wirklich über München nach Ja. zum FC. Nur bei München findest du nichts. Persönlichkeit. Aber der Manuel Neuer ist kein Bayer, ne? Ja. Adolf. Wo bist du denn gelandet? Keine Ahnung, das stand da gerade. Ich finde ja hier noch nicht mal irgendwie was. Alter. Ja, deutsche Sprache. Leck mich, Deutschland. Also das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Auf einmal könnte ich Allianz Arena andrücken. Also bist du jetzt Okay, bei jetzt bin Allianz ich bei. Arena, Kai? Alter, Ja, ich bin jetzt bei München gerade. wer rumleckt? Präsidenten, Cheftrainer. Haben die hier Manuel Neuer. Bin da. Ja, Scheißdreck. Alter, ich hab mich so Man verfahren, muss sagen, Junge. Kai ist ziemlich gut, ja. Ja, weil meine ganzen Pläne, die ich mir vormache, nie klappen, nie. Egal wie ich was mache. Er hat Tore geschossen oder verstehe ich das hier gerade falsch? Er war mal Stürmer. Wollte ich gerade sagen, er hat doch mal als Stürmer gearbeitet. Ja? Gearbeitet, wollte ich gerade sagen, ja. Ich glaube Aber nicht, mal. ob das professionell war. Ich glaube, in der Jugend war das mal irgendwie. Ja, gut, dann suche ich noch irgendwas über Adolf Hitler jetzt. Gut, wir sind jetzt bei 22:30 und ich denke, Ja, das mit war dem gut. Endstand von 4 Schade. zu 1. Ja, ich bin Sieger. Ja, Ey. Sieger der Herzen. Nee, ich kann sowas einfach nicht. Weil die Pläne, die ich mir mache, klappen nicht. Und Kai klickt da irgendwie einfach nur drauf und findet da irgendwas. Das ist so ein Glückspilz. Alter. Vorgänger Robben, was macht das? Okay, ich verstehe es nicht. Nein, jetzt wäre ich zu Bayern gekommen gerade. Och Mann. Ficken. Er war in Schalke. Die Bayern haben alles gekauft, was besser ist. Naja, müssen sie ja, sonst hätten sie ja nicht. Er war mal Stürmer, warum? Was ist denn das für ein Sprung? Keine Ahnung. Eigentlich ist das ziemlich schlau. Ja. Naja, gut, also ich komme überhaupt nicht mehr zu Bayern. Also, ja. YOLO. Dann beenden wir das hier Ganze jetzt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, Das wie gesagt. Ende können wir ja noch zurechtschneiden, also. Naja, wie gesagt, wenn das Video euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da oder lasst ein Abo da oder was weiß ich. Ja, ich würde dann sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Keine Ahnung, was das wird. Aber, ja. Ich würde sagen, damit beenden wir das Video. Wir sehen uns dann halt im nächsten Video. Ich wiederhole mich andauernd. Jo. Und ja, bis dann, ne?